Jo. Ach, weißt du was denn? Jetzt wo Cam Studio sowieso alles abschneidet, ist mir fast egal, dann machen wir einfach keine Intros dafür. So, Tag auch. Und willkommen zurück beim 2v2-Tag von STX, Quatsch, nein, nicht STX, Premade Fox natürlich. Wow, bin ich schlecht. Ja, nein, aber da habe ich schon verraten. Wo ist Yuki, wenn er betrunken hat? Ja, schrecklich, oder? Okay. Nein, da habe ich ja schon den Gegner verraten von diesem Spiel. Wir sehen übrigens wieder das Remade Fox Team, dasselbe, das wir vorhin auch schon hatten, nämlich The Rock gegen Wowo, unglaublich. Hier links, also gerade wo wir es sehen, also genau hier ist das Team von Remade Fox und auf der anderen Seite haben wir STX. So, die in ihrem 2v2-Team vor allem einen guten Spieler drin haben und der ist welcher, Sen? July Zerg. Wow, das hast du jetzt wirklich sehr, sehr, sehr teilnahmsvoll los. Danke, Sen. Genau. Auf der anderen Seite, auf der STX Soul Seite, ist tatsächlich July Zerg dabei. Und er spielt zusammen mit einem Protoss, nämlich Zu, glaube ich. Creation Toss auch genannt. Unter dem Namen dürfte er bekannter sein. Creation Toss, gut, dann nehmen wir ihn so. Es ist übrigens wieder die vermaledeite Karte Hunters. Ja, was soll man noch zu Hunters sagen? Kennt jeder. Berüchtigt. Was? Sen nochmal. Ich sagte Hunters! Go for it, go for it, go for it, go! Okay, also. Wir sehen wieder eine sehr, sehr lange Intro und auch wieder viele, viele Fans da. Die natürlich alle wegen July Zerg gekommen sind, weil gegen für Rock würde keiner kommen. Mm. Nein, es ist schon die Shinan Bank Pro League, ne? Die wollen, glaube ich, kein 2v2 sehen, sondern spannende Einzelspiele, aber das ist halt mit drin gewesen in der Karte, deshalb müssen sie. Und wegen July Zerg. Oh, gut. Mm. Hier sehen wir nochmal die Teams gegenüber. Hochkonzentriert. Jetzt bevor das Spiel losgeht, kann ich vielleicht noch das loswerden, was ich eigentlich schon im letzten Kommentar loswerden wollte. Pass gut auf, Sen. Ja. Was nämlich sehr interessant ist, bei den 2v2s, für manche, ist, dass ich hab's gleich, Moment. Dass immer, auf jeden Fall immer ein Zerg im Team ist. Und wir sehen hier, wie auch im letzten Spiel, dass diesmal Protoss dabei sind, auf beiden Seiten. Also Protoss und Zerg gegen Protoss und Zerg. Was sich aber gegen den Schluss der 2v2s praktisch genau umgedreht hat. Da haben alle nur noch mit Terraner und Zerg gespielt, interessanterweise. Was ich immer noch sehr faszinierend finde. Wir sehen hier also im Moment, wie gesagt, Protoss und Zerg. Gegen Ende hin hat man allerdings nur noch Terraner und Zerg gesehen. Wirklich nur noch. Da hat kein einziger mehr ins 2v2 in Protoss rausgeschickt. Und ja, wollte ich es nochmal so nebenbei gesagt haben. So als völlig unnötiger Fakt, ja. Lass mal was zu den Positionen sagen. July ist nämlich extrem abgeschlagen rechts unten, während sein Teamkollege rechts unten meine ich. Also July ist rechts unten, sein Teamkollege ist links unten und damit sehr viel näher an Wowo und The Rock dran, die beide kompakt oben links nebeneinander sitzen und sich somit natürlich sehr viel besser koordinieren können. In der Tat, du hast recht, Sam, sehr gut. Genau. Gut, nach meinem kurzen, völlig uninteressanten Abriss über die über die 2v2-Rassenverteilung. Genau. Also wir haben jetzt quasi ein Top wie Bottom, nur dass tatsächlich Top ein bisschen besser sich koordinieren dürfte. Und naja gut, ich meine, es ist July, der abgeschlagen ist, es dürfte jetzt nicht so tragisch sein. Ich meine, der ist an jeder Position noch Gott des Krieges. Deswegen alles nicht so schlimm. Wir sehen, dass er auf jeden Fall etwas später als sein Gegenspieler Wowo den Pool gebaut hat und ja,
Pulsos wie immer, möglichst schnell, viele Gateways. Zweiten Zeiten erstmal zwei. Und gut, ja. Sprich. Sen, erzähl du mal wieder ein bisschen was. Mir gehen gerade die Ideen aus. Mir gehen gerade die Ideen aus. Ich habe mich schon immer gefragt, warum in den 2v2s eigentlich tatsächlich auch noch Scouts ausgestellt werden, wenn die Build Order im Prinzip nicht so eine große Bedeutung hat. Denn alle gehen ja gleich zu Anfang auf möglichst, also darauf, möglichst massig Krieger zu produzieren, damit das Spiel schnell zu Ende ist. Also ich meine, ein Protoss, der keine zwei Gateways baut, der ist ja im Prinzip sowieso verloren. Das heißt also, es ist an sich klar, was die machen. Es kommt ja meistens gar nicht erst zu einem, wie sagt man, mittleren Spiel, späten Spiel. Also es geht ja meistens über die ersten Stadien gar nicht hinaus. Die Zerg produzieren dann auch Mutalisken, wie wir es ja auch letztes Mal gesehen haben. Eventuell kommen noch Dragoner oder dergleichen, aber eigentlich ist das Spiel dann ja auch schon wieder zu Ende. Warum also diese Scouting-Units zu Beginn der ganzen Geschichte? Ein sehr interessanter Punkt, Sens. Sehr, sehr interessant. Ich denke mal, erstens so ein bisschen Gewohnheit, zweitens, irgendeiner könnte ja doch irgendwas Kreatives machen wollen, wo dann keiner drauf vorbereitet ist. Und drittens wahrscheinlich auch so ein bisschen, denke ich mal, zu schauen, wann die Truppenbewegungen jetzt genau stattfinden. Weil es ziemlich schnell ziemlich viele Truppen gibt, wie du gerade schon gesagt hast. Und das, man sollte schon wissen, wo die gegnerischen Truppen sind. Und ob jetzt gerade einer von den beiden eigenen Spielern gerade irgendwie bedroht ist, weil gerade die beiden kombinierten Armeen von den beiden anderen auf einen zulaufen. Insofern denke ich mal, ist es auch vor allem dafür sehr nützlich. Ist jetzt, wir sehen sehr viel, also sehr wenig Action im Moment zumindest. Es ist kaum was los. Wir sehen auch interessanterweise, oh, jetzt aber Junge, wie immer natürlich Berserker und Zerglinge, wie man es auch nicht anders kennt. Nee, was ich noch darauf hinweisen wollte, ist, dass July einen interessanterweise sehr späten Lair und damit auch sehr späten Spire haben wird. Wobei WoW schon den Lair hat und den Spire Card, der müsste noch im Bau sein. Der wird also relativ früh Mutalisten haben. Und es wird sehr interessant sein, ob er damit schon frühen Vorteil für sein Team erreichen kann. Wir sehen auch schon, was wir beim letzten Spiel gar nicht mehr gesehen haben. Dragoner, oh mein Gott, die nächste Stufe beim Protoss, Wahnsinn. Dass sie schon über Berserker hinausgehen, das ist schon faszinierend. Und zwar scheinen sich auch ein wenig längeres Spiel einzustellen. Ich glaube, die kamen von Creation Toss, die Dragoner. Ja, genau, die kamen von Creation Toss. Wie du auch schon. Oh, mit Julys Basis sind einige Zerglinge von Logo. Tun allerdings doch nicht so viel. Aber damit hat er natürlich auch schon die Info, dass der Spire eben viel zu spät. Ach, gar kein Spire. Dafür natürlich das Evo Chamber von. Okay, das wird natürlich July Zerg jetzt brauchen. Sehr, sehr. Sehr gute Idee. Da kommen nämlich schon die Mutalisken schon angeflogen. Also schon, das wird allerletzte Sekunde. Wow. Das ist spät. July Zerg wollte offensichtlich wirklich diese zweite Hatchery und hat dafür in Kauf genommen, dass er dafür wirklich nur in letzter Sekunde noch Verteidigung gegen das andere Team hat. Das war jetzt wirklich wow. Und wie du auch siehst, die beiden von Remade Fox nutzen die Position tatsächlich auch sehr aus, dass sie so zusammen sind und haben eine gemeinsame Barrikade errichtet. Ja. Mit fünf Kanonen, das ist unglaublich. Nicht schlecht, ja. Und also man kann hier schon sagen, The Rock hat Kanonen, dafür hat allerdings zu Dragoner. Natürlich auch sehr praktisch gegen die Mutalisten von Dingens, von Roro? Ja, genau. Danke. Das war gerade. Ich möchte dazu noch anmerken, Dragoner sind im Prinzip gegen Mutalisken nicht so die effektive Einheit. Also weil sie einen relativ geringen Schaden anrichten. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen 8 und 10. Die Masse macht es, die Masse macht es. Also sowohl die kleine Masse macht, aber meistens ist es ja doch mehr als ein Mutalisk gegen mehr als einen Dragoner.
Ja, auf der anderen Seite musst du ja sehen, dass die keine Expansions haben und eigentlich immer nur drei auf einmal produzieren können und naja, das ist dann auch nicht so wild. Oh, warte mal. Das ist Hunters! Man braucht keine Expansions, das ist völlig unnötig. Genau. Es ist genug da! Das war jetzt ein kleiner Angriff von July in der Basis von Rowrow. Ja. Es scheint, als ob die Aktion von Creation Toss und eben auch seine Spore-Kolonie da einiges dazu geleistet hat. Ja, bin die Mutalisten ist super. Die Mutalisten müssen im Moment auf jeden Fall nicht viel Schaden an, was zur Hölle. Ach so, okay, nee, das ist verbündet, ja, passt schon. Für einen Moment habe ich gedacht, das wäre so eine Proxy-Hatchery oder sowas. Cool, eine Proxy-Hatchery direkt neben den fünf Kanonen, die nicht drauf feuern, interessant. Aber jetzt tatsächlich doch der Angriff auf die Spornkolonie. Aber da kommt auch schon Zoom mit der Verstärkung. Und, ja, abgeschlagen. Cool. Wow, aber definitiv schon mal um einiges besser als das letzte Spiel, das wir gesehen haben. Gleich viel mehr Action und ein kleines bisschen mehr Tech. Also Angriff. Zumindest die Dragoner. Juhu, schön eingekesselt. Wow. Und jetzt der Angriff auf Sue. Ah, Chulai hat natürlich jetzt eine sehr, sehr lange Route zu seinem Alliierten und ja, ist eigentlich fast egal, wen jetzt Remade Fox, das Team von Remade Fox angreift. Aber jetzt sehen sie es gerade im Moment auf den Protoss ab. Oh. Also irgendwie hattest du jetzt echt einen Dragoner, der produziert nur Dragoner gerade, oder? Irgendwie. Ja. Wow. Ja, wir sehen ja auch, was für einen Vorteil das hat. Die Berserker haben zwar ihre Geschwindigkeit aufgestuft, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem mit ein wenig herumtänzeln klar die Dragoner retten und mit den anderen weiterfeuern könnte. Ja, wir haben ja besser gar keine Reichweite. Ah, sehr herrlich. Nein! Oh mein Gott, es die gibt Basis keine Spornkolonie und keine Drohnen mehr. Nein, die Basis von July. Oh Gott, nein. Nix mehr da. Das ist schade. Ich hätte gedacht, er hätte noch in der Zwischenzeit wieder was. Gut, ja. Wenn ich July so sehe, du hattest ja vorhin die Assoziation aufgebaut, erinnert mich immer an diese Dämonen und Krieger aus dem Mo mit den Masken, die so richtig schön breit sind, so ein großes, volles Gesicht haben, so richtig dicke Nasen und dann eben sich dann mit ihrem Stampfen hinstellen. Weißt du, wie so Sumo-Krieger, aber halt noch ein bisschen stilistisch ausgefeilter. So, daran erinnert mich immer. Jetzt habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber macht nichts. Ich fand meinen Stampfen viel besser. FTX hat aufgegeben. Remade Fox hat tatsächlich gewonnen. Unglaublich. Was für ein Traumteam. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass Verlock tatsächlich gute Spiele spielen kann? Zumindest in 2v2. Ja, also ich fand jetzt deine Ausführung am Ende auch nicht schlecht. Schade, dass es so ins GG noch reingegangen ist, aber danke Sven auf jeden Fall. Wirklich sehr gut. Und ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wovon du genau geredet hast, aber das kannst du mir jetzt kurz nach dem Kommentar erzählen. Dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. GG.